Schön, dass du da bist, gell? Ja. Ich wollte unbedingt einen jungen, attraktiven, charmanten und lustigen ersten Vorgast. Das ist eine Mörderfehlbesetzung gewesen, muss ich sagen. Ja, eben. Weil mehrere Attribute treffen nicht so. Der Thomas Teppich war leider verhindert. Ich habe Freude mit dir, das weißt du. Ja, mit dir, wir kennen sie ja Ewigkeiten. Eben. Das ist Vertrauensverhältnis, das ist wichtig. Braucht man für sowas? Für so eine Fahrt überhaupt. Ja, eben. Es war durchaus etwas turbulent in den letzten Tagen, oder? Es war wieder eine gewisse Unruhe da, es ist viel geredet und viel geschrieben worden. Ja, wobei, weißt du, die Unruhe, die ist ja nur Konsequenz aus dem, was vorher war. Also das Problem ist ja, dass wir derzeit weder mit Leistung noch mit Resultaten das Gefühl vermitteln, dass wir das Maximum rausholen. Ja? Warum auch immer das so ist, aber wenn es dann halt als großer Verein, wo die Leute zum Glück total euphorisch mitleben, halt auch die Resultate nicht so lieferst, dann ist es ganz klar, dass eine gewisse Unruhe ist und dann muss man sich dazu äußern. Aber mir ist es extrem wichtig und da waren gestern die Zeitungsartikel so, wie es waren, dass man sich auch dazu bekennt. Ich finde, das ist auch eine gewisse Größe, dass du sagst, das ist schlecht, was wir derzeit machen, nicht irgendwo was suchst, wo du sagst, naja, Schiedsrichter da und dort und vielleicht. Ich glaube auch, dass das keiner macht. Für mich ist es wichtig, dass du sagst, okay, es ist derzeit zu wenig und dazu haben wir auch den Mumm, das zuzugeben. Cold Brew bei Horneck. Anprosten tun wir den nicht, wa? Nein. Ja, schmeckt interessant. Anders, als ich mir das vorgestellt habe, aber gut. Wirklich? Ja, gut. Sagt mal. Ich glaube, die Temperatur ist entscheidend bei dem. Das heißt nicht umsonst Cold Brew. Musik? Wie schaut es da aus? Das ist auch ein Riesenthema bei dir. Habe ich gar nicht gewusst. War ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass du voll der Musiker bist. Gitarre spielst. Hast du dich nicht mehr erinnert von Leoben? Nein. Leoben haben wir hin und wieder, wenn wir dort bei der Kantine gesessen sind, hat der Güsch immer sein damaliges Auto an VW Bora hingestellt, die Tür aufgemacht und laut, dass wir gescheite Musik haben, auftrat und immer reingerannt ins Auto und die nächste Nummer nicht spielen wollte. Ja, ich habe mit 18 noch nicht bei der Kantine. Nein, mit 18 war ich noch nicht in der Kantine. Okay, ja. Ja, Musik war mir immer wichtig. Mein Problem war in der Musik, dass ich am ersten den kreativen Part erfüllen konnte, sprich jetzt da eben Lieder zu komponieren, aber kein überragender Musiker war. Also ich habe durchschnittlich Gitarre spielen können, durchschnittlich singen können. Naja, wenn ich singen wollte, habe ich dann nur gesungen. Naja. Also bei mir hätte es für einen Recall einmal sicher gereicht. Das merke ich bei jedem Geburtstagsständchen, das es gibt. Wenn du da anfährst zum Schluss, das taugt mir ja richtig. Okay. Vor allem bei Happy Birthday bist du extrem textsicher. Das ist der größte Stärke. Ich habe mich immer einstimmen können mit gewissen Liedern oder gewissen Interpreten. Hat es das bei dir auch gegeben oder gibt es das heute noch? Das gibt es, ja. Wenn du zum Spiel fährst oder was auch immer, im Auto, keine Ahnung. Eigentlich höre ich am meisten Musik im Auto, weil ich sehr gerne laut Musik höre. Und da kannst du es natürlich ohne das Ding mit anderen belästigst. Laut hören, es ist alles heutzutage mit der Technik relativ einfach. Du hast deine Lieder, die du dann alle irgendwo am Smartphone und bist bei Bluetooth verbunden. Und ich nutze es eigentlich nicht nur fürs Match, sondern in Wahrheit für jeden Tag. Es ist wirklich so, dass seit ich da bin, waren keine drei oder fünf Tage, wo du sagst, so, heute ist es eigentlich sehr kommod, heute habe ich keinen Druck, sondern du hast eigentlich jeden Tag Herausforderungen unterschiedlichster Art. Es gibt fast keinen Tag ohne irgendwelche Meetings, wo es auch um zukunftsweisende Dinge geht, um Partnerschaften, um Entscheidungen, um Verhandlungssituationen. Und von daher pushe ich mich eigentlich tagtäglich, oder pushen. Manchmal pushe ich mich, manchmal beruhige ich mich mit der Musik, je nachdem, halt, wie ich drauf bin oder was ich glaube, dass ich brauche. Ich würde gerne beim Pushen bleiben. Okay, gerne. Ich habe ja ein bisschen was vorbereitet, gell? Okay. Wie gesagt, System of a Down ist so das Härteste, was ich höre. Und das ist so, dass das oft richtig wehtut. Da musst du mit, weil sonst hört es jetzt viel leiser, was ich nochmal gerne hätte. Ich weiß jetzt nicht, ob man so auftragen kennt, wie sie her. Ja, aber wir speziell da. Wir müssen alle drehen! Ja. Pushen. Das freut mich eigentlich, da habe ich mehr oder weniger einen Schwarze getroffen, ne? Mit so einer Nummer hast du einen Schwarze getroffen, wobei das eben, sage ich, was Wild betrifft, am oberen Ende der Skala liegt. Ja? Also jetzt da an dieser Stelle. Er hat so eine fantastische Stimme und jetzt habe ich übertrieben im Leise dran. So habe ich es gemacht. Das ist echt total schön an der Stelle. Aber jetzt habe ich es gekillt. Ich glaube, irgendwie auf Pause gedrückt. Ja. Aber du hast recht, das ist echt extrem schön.
Gefällt mir, dass du das so vorbereitet hast. Ja. Wir sind ja noch nicht fertig, gell? Wirklich? Nein, okay, ja, es geht ja noch weiter. Steppert Wahnsinn. Ja. 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 Also, ich habe ja vorher schon erwähnt, die Neustadt-Zeit. Ja. Es hat ja dann, wie du von Neustadt zu Sturm gekommen bist, hast du ja auch ein ganz persönliches Lied gehabt oder ein ganz spezielles ja, Lied, das du da. Richtig. Da bist du wirklich gut vorbereitet. Ja, wer weiß, ob es das ist. Ja, fantastisch. Der hat ein Konzert gespielt, der wohnt in einem Hotel, glaube ich. Ich bin jetzt nicht so, aber ich glaube, er wohnt in einem Hotel. Und da hat er in dem Hotel ein Konzert gespielt und ich habe das einmal so eigentlich beim Durchzählen bin ich hängen geblieben. Ich habe es nicht gekannt, muss ich auch gleich sagen. Aber wenn man mitkriegt, was für Power der Typ hat. Ja. Und was halt. Rennst du mal kalt ab, wenn du das spielst jetzt. Wirklich? Mit der Kombination, ja. Ich hab's nicht kennt, aber es, also wenn man die kennt und das Lied dann kennt, dann passt es eigentlich ganz gut, ja. Finde ich cool. Geh meinen Weg, ob gerade, ob schräg. Ja. Das ist egal. Ist das was du dann immer wieder dann in Erinnerung rufst? Oder? Ja, gerade wenn es schwierige Entscheidungen gibt, dann höre ich solche Lieder und denk mir, du kannst. Erstens einmal eh nur ans Gute glauben im Leben, ja, auch an das, dass da sozusagen das Schicksal ein bisschen wohlgewogen ist. Du triffst deine Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen, auch wenn sie nicht immer nur populär sind oder wenn es auch kontroversielle Entscheidungen sind. Aber du hast keine andere Chance, du musst deinen Weg gehen. Ja. Gerade bei einem großen Verein, wenn du dich versuchst, an all diese Einflussfaktoren es an jedem recht zu machen, dann kann nichts rauskommen. Das Auto kann was, gell? Das Auto ist extrem super. Ich kann mich erinnern, du hast einmal eine Geschichte erzählt, wo du einen kulturellen Ausflug gemacht hast nach Graz ins Mumut. Ja, okay. Aber ich weiß nicht mehr, wie die Geschichte war. Bitte erzähl dir nochmal. Das war so, dass in Neustadt, Wiener Neustadt, beim letzten Verein, eine unheimlich intensive Zeit war und ich dann gesagt habe, so, ich bin jetzt da on top von der Belastbarkeit, wir haben alles gekriegt und wir haben die Kurven wieder gekriegt und ich muss mir jetzt aber 3 Tage rausnehmen. Und ich fahre allein, ich habe ohne Familie 3 Tage in der Therme. Ja. Und bin dann, haben wir was ausgesucht, was ich noch gekannt habe, weil ich was Neues sehen wollte und bin auf die Therme in Köflach gekommen. Und habe es untertags genossen, da Ruhe zu haben, zum Schlafen, wann ich will, zum Ausruhen, halt wie man halt in einer Therme die Zeit verbringt. Und auf die Nacht ist mir aber unglaublich langweilig geworden. Ich bin also nach dem Abend bis um 7 in mein Zimmer gesessen. Am ersten Abend habe ich gesagt, was mache ich jetzt da auf dem Abend? Dann habe ich versucht, dass ich dort irgendwo weggehe unter der Woche. Und das war jetzt da schwer zu realisieren. Ja. Weil entweder waren die Lokale leer oder es sind halt nur 3 Leute drin gewesen, die dich schon angeschaut haben, hast von draußen reingeschaut hast ins Lokal. Also nicht so einladend, dass du sagst, da setze ich mich rein. Und bin dann halt den Abend daheim verbracht. Und am zweiten Tag habe ich gedacht, das musst du jetzt da gescheiter machen. Du suchst jetzt irgendeine kulturelle Veranstaltung in Graz. Das ist nicht so weit weg. Und dann fährst du hier und schaust da ein ganz Konzert, ein Kabarett, ein Theater. Ja. Und da habe ich schon geschaut, so geschaut, was spielt und was am Programm steht. Und dann habe ich gesehen, ein Tanztheater im Mumut, das ich nicht gekannt habe. Und was siehst du, das hast du noch nie gesehen. Wärst du jemand, der sich ein Ballett anschaut, aber so modernen Ausdruckstanz? Und man dachte, das könnte halt interessant sein. Und ich weiß zum Glück eh nicht mehr, wie die Gruppenkassen hat, die was da gespielt hat oder die was da performt hat. Also keine Fanartikel. Weil ich niemanden beleidigen möchte, aber ich bin dann dort eine mit halt ein paar anderen Menschen. So, also da werden 40 Leute drin gesessen sein. Und irgendwann ist finster geworden und irgendwer ist so hineingerobbt auf die Bühne. Und dann sind 5 andere herum hineingerobbt. Und es ist aber nie hell geworden. Ja, es ist immer so im Halbdunkel geblieben. Und die haben sich dann irgendwie seltsam bewegt. Und einmal sind aufgeschaut, haben sie wieder niedergesetzt und weitergerobt. Und irgendwann haben alle geklatscht und dann war es aus. Und ich habe mir gedacht, das ist das Schrägste, was ich so ziemlich je gesehen habe an Performance. Richtig. Heute bin ich ziemlich relaxed. Ja. Das liegt an deinem überragenden Fahrstil. Danke. Jetzt sind wir schon ziemlich nah. Ja, sind wir schon. Dort, wo das Herzstück von Sturm Graz ist, in Meißendorf. Jetzt ruft wieder die tägliche Arbeit. Der Schreibtisch ist voll. Die E-Mails? Ja, die E-Mails sind meistens sehr voll. Auch in dieser Zeit. Und ich finde es aber trotzdem okay. Also ich bin jemand, der dann wirklich auch versucht, jedes Beschwerde-E-Mail zu beantworten. Mhm. Selbst wenn es ein bisschen untergriffig ist. Oder dann schreibe ich manchmal ein bisschen untergriffig zurück.
ist grundsätzlich nichts verkehrt. Aber in erster Linie bedanke ich mich bei den Leuten, weil es zeigt dann trotzdem, dass einer Sturm Graz unglaublich am Herzen liegt. Also es wär bis zu einem gewissen Grad schockierend, wenn es bei einem großen Verein, so wie es Sturm ist, nicht rennt und es interessiert kann. Erle, es hat mir Spaß gemacht. Es hat mich riesig gefreut. Und vielleicht habe ich mir empfohlen für höhere Aufgaben. Ja, du darfst mir morgen wieder holen. Wirklich? Nichtsdestotrotz muss ich dir darauf hinweisen, dass du so eben schwarz gefahren bist. Okay. Und das ist ja eigentlich bekannt, dass das verboten ist. Deswegen würde ich dich bitten, unsere Sumsi zu füttern. Okay. Das Ganze kommt dann einen wohltätigen Zweck zugute. Also du brauchst jetzt kein Angst, dass ich damit jetzt da. Okay, sieht man das jetzt, wie viel ich eine habe? Kann ich mir das nachher wieder aussehen? Wenn ich jetzt für nächsten was Großes vorlege? Wir können es abdecken, oder wenn du willst. Nein, das schaut eh schon ganz gut aus. Ja, alles kriegst du nein. Ich war weg. Ich gebe dir jetzt 25 Euro, das ist eine schöne Zahl. Das ist super. Und die werfen wir hinein. So, dann. Jawohl! Danke, Gott. Aber die Sumsi und aber der Welle, danke. Danke. Thank you.